zu deiner Mama. Onkel Bubu und ich sind zu Riemers Hofgärten gefahren, wo deine Mama früher gewohnt hat. Eine ganz exklusive Gegend mitten in Kreuzberg. Doch was ich dort sah, hatte ich nicht erwartet. Guck mich an, Mann, ich bin ein Loser. Tobias, lass mich in Ruhe! Noch an diesem Abend habe ich mich von deiner Mama getrennt. Doch gehen wir nochmal zurück auf Anfang. Die Geschichte begann nämlich so. Bubu, ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Weißt du, bei meinen Songs geht es nämlich nicht um Perfektion, da geht es um Passion, Alter. Pass auf, ich stimme die Gitarre und dann rocken wir. Bubu, was machst du da? Bubu, was machst du da? Bruder, wir müssen noch kurz proben, am besten, ja? Warum? Boah. Bubu! Warum haust du mich, Alter? Oder weil ich dich liebe. Was, du liebst mich? Ich will, dass die Frau... Was ist los? Ich muss dir was sagen. Ich... Es tut mir so leid, Habibi. Ich muss dir auch was sagen. Ich liebe dich auch. Alias! Scheiß auf deine Passion. Diese Frau überzeugst du nur mit Geld und Erfolg. Und guck mich an, ich bin ein Loser. Habibi! Lass mich in Ruhe! Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. In Wirklichkeit verlief die Geschichte ganz anders. Und zwar so. Schatz, Jabba-Füße vom Tisch bitte. Ach, sei nett zu der Junge. Das ist okay. Was möchtest du trinken? Ein Kaffee oder einen Tee? Ein Champagner. Wir haben heute etwas zum Feiern. Du hast recht. Schatz, bringst du uns eine Flasche Champagner aus dem Kühlschrank? Und zwei Gläser. Sei so lieb. Danke dir. Alicia, ich hab dir was zu erzählen. Sitz dich hin. Okay. Ich habe ein Büro in Marokko aufgemacht und ich möchte, dass du mitkommst. Wir haben uns alle für dich entschieden. Es gab keine große Diskussion. Wir haben genau gesagt, wir fangen mit unserem Büro, mit deinen Büchern, mit dir. Du, Mamüs, ich möchte, dass du kommst, um dieses Buch auf Arabisch zu übersetzen lassen, das auf den arabischen Markt zu bringen. Was ist mit Jabba? Ach, Jabba, ich werde mich um ihn kümmern. Ich habe ein großes Haus. Du kriegst Inspiration, die Sonne, Meer. Ich weiß nicht. Ist da was? Alicia, was ist los? Ach, Jacques. Ich muss dir was sagen. Ja, ich liebe dich auch. Aber nicht wie du denkst. Anders. Ach so. Jack, ich weiß das doch. Was? Wir waren so oft zusammen in Hotels und in Apartments. Das hier. Da greifen nur zwei Sorte Männer nicht zu. Männer ohne Arme. Und schwule Männer. Hey. Hey, das ist okay. Komm her. Alles ist okay. Das ist doch nicht schlimm. Das ist ein bisschen eine Erleichterung. Aber was ich dir eigentlich sagen wollte,
Was ist? Ach, Alias, ich bin schwanger. Aber ich habe einen Termin morgen. Ich werde morgen abtreiben. Nein. Überleg dir das. Nein, du musst nicht abtreiben. Siehst du, komm mit nach Marokko. Gerade das ist eine Art und Weise, einen neuen Anfang zu machen. Habibti, wir erziehen deine Kinder zusammen gemeinsam auf. Komm bitte mit mir nach Marokko. Tu's nicht. Und als ich so ziellos durch Berlin fuhr, kam mir wieder dieser Traum am Fenster. Ich saß wieder in unserem alten Schrebergartenhäuschen auf der Fensterbank, lauschte diesem wunderschönen Adhan und ich schrieb etwas in ein kleines Büchlein. Was es war, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch plötzlich erinnerte ich mich an diese Kette und dann fiel es mir ein, wer den Adhan sang. أشهد أن لا إله إلا الله. Es war mein Vater. Von einem Muslim wird erwartet, dass er einmal im Leben eine Pilgerfahrt nach Mekka macht. Ich beschloss, meinem Vater dabei zu helfen, diese Erwartung zu erfüllen. Und ich hatte eine Idee. Wie viel brauchst du? 1000 Euro. Bisschen mehr als sonst. Tut mir leid, Dicker, das ist zu viel. 1000 Maximum. Weißt du was, vergiss es. Ist nicht für dich, oder? Nee, Mann, für meinen Vater. Die Hodge. Drei Leuten die Hodge gesponsert. Haben alle mit diesem Scheiß hier aufgehört. Wohl jeder so seinen Traum. Warst du da schon mal? Nein. Mein Platz in der Hölle ist mir sicher. Sag mal, was ist denn eigentlich dein Traum? Gern ein Restaurant. Pop-up-Restaurant. Konstantins Pop-up. Hier. Gib's mir zurück, wenn du kannst. Jeder Mensch hat Erwartungen. Jo, Alias. Vielleicht frage ich dich auch mal nach einem Gefallen. Doch die gefährlichste aller Erwartungen. Ist die an das Leben.